Wir sind zurück beim deutschen Pokal heute mit einer spannenden Begegnung im Achtelfinale. So ist es. Das ist dieses Mal wirklich eine sehr interessante Auslosung. Ich bin gespannt, wie die Trainer sich taktisch auf den jeweiligen Gegner eingestellt haben. Borussia Mönchengladbach sollte heute einfach so ähnlich spielen wie beim kürzlichen Auswärtssieg, als Bayer 04 Leverkusen der Gegner war. Nicht nur den Trainer hat das 4:0 begeistert und ich könnte mir vorstellen, dass es heute ähnlich gut läuft. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie versuchen es heute klassisch mit einem 4-4-2. Dietmar Schönlebe ist der Unparteiische heute. Sie sind unter den letzten 16 im deutschen Pokal. Jetzt müssen Sie sich beweisen, jetzt geht's zur Sache. Das könnte Schussversuch. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Da kommt ihm seine ganze Technik zugute. Ganz stark im 1 gegen 1. Aber Wolf auch nicht wirklich gut verteidigt. Und so gibt's dann das Gegentor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Geht ja gut los. 2 Minuten rum und das erste Tor ist schon gefallen. Fabian Johnson. Bultuis. Leibold. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Distanz zum Tor war natürlich so groß. Der Torwart hat überhaupt keine Probleme mit diesem Schuss. Behrens. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Bultuis. Hofland. Leibold, Hazard, Raphael. Er lässt den Gegner stehen, schießt er ihn rein. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Da kann er klären, gut aufgepasst. Guter Volley-Schuss. Burgstaller. Und nun die Partie hier unterbrochen, sieht nach einer Verletzung aus. Ja, es wird dann gleich mit Schiedsrichterball weitergehen, aber hoffen wir erstmal, dass er weitermachen kann. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Petrak. Füllkrug.
Rafael. Und jetzt der Schuss. Da macht er ihn rein. Keine Überraschung für mich, dass sie hier getroffen haben. Für die Puschen? Nee, ganz und gar nicht. Wolf sind besser im Spiel und hatten ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Stranzl. Dahoud. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Und er schießt. Klasse aufgepasst vom Torwart. Sie haben den Ball. Burgstaller. Stranzl. Und Rafael. Er bekommt die Unterstützung. Was eine Chance, Latte! Brečko. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Hazard. Hazard! Und da haben wir es, das Tor! Schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Dahoud. Stieber. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Ja, kein richtiger Druck dahinter und so kann er ihn nicht platzieren. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Geht er rein. Gute Aktion vom Torhüter. Gleich kommt der Eckstoß rein. Jetzt hätte er Anspielstationen. Er schießt und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss.
Und nun Raphael. Behrens. Stieber. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Und jetzt ein Schuss. Diesmal hat es also nicht geklappt. Aber er bleibt dran. Fabian Johnson. Kann er den Ball behaupten? Das macht er gut. Schuss! Ein fantastischer Treffer! Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Behrens. Jetzt Raphael. Stark gemacht, das könnte was werden. Den hält er super. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Also ausgeglichen ist definitiv anders. Hier steht es 4:0 nach der ersten Hälfte. Und mit dem Resultat nach 45 Minuten sind sie aus dem Turnier, Buschi. Wären sie aus dem Turnier. Wir bleiben hier mal noch im Konjunktiv, denn es sind noch 45 Minuten zu spielen. So, die zweiten 45 Minuten in diesem deutschen Pokal-Achtelfinale laufen jetzt. Wer kann sich hier durchsetzen? Bald sind wir schlauer. Sepsi. Super Flanke. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Macht er ihn. Den nimmt er direkt, aber er trifft nicht. Aber dabei sah der doch so gut aus. Schade, schade. Gute Gelegenheit. Stieber. Und nun ein Schuss. Super Tor, in den Pfosten und dann rein. Buschi, eine Frage auf diese Zeitlupe. Absicht oder Glück? Von beiden etwas, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball am Ende so präzise, dass es dann nichts zu halten gibt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Macht er ihn! Super Einsatz vom Torhüter. Legt sich den Ball hin, gleich kommt die Ecke rein.
Er köpft ihn. Und die Flanke kann er nicht richtig verwerten. Nee. Kommt zwar mit dem Kopf dran, aber ohne Druck keine Gefahr. Keine schlechte Chance nach diesem Eckstoß. Leider etwas zu ungenau. Brečko. Fabian Johnson. Ist er mal nicht erfolgreich, ausnahmsweise. Ja, ungewohnt heute. Bisher so treffsicher. Er hat ja schon einen Doppelpack. Und jetzt wechseln sie. Gislason. Er versucht. Er trifft die Latte. Super Aktion. Gut geklärt. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Gleich bringt er die Ecke rein. Es wird eine Auswechslung geben. Der Kopfball ist drin. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Kurz zusammengefasst, gute Ecke, klasse Kopfball und schon ist der Ball drin. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Schuss! Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Tolle Leistung, kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient, das war ein wirklich starker Auftritt, einer der besten heute. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Und er schießt. Und Tor! Da zeigt er, was er kann. Nach seiner Einwechslung trifft er hier. So ein Ball, so einer, der ist absolut unhaltbar. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne, Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Wir können es hier alle hören. Die Fans sind begeistert. Das Spiel neigt sich dem Ende zu und auf den Rängen geht es schon richtig ab. Ja, und das aus gutem Grund. Souveräne Performance bis hierhin. Hier zweifelt keiner mehr am Sieg. Petrak, Raphael. Er schießt. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Und hier die beiden Teams im Vergleich. Hier ist das Eckenverhältnis. André Hahn. Er lässt sich da nicht aufhalten. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Retschko. Jetzt Sepsi. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Gislason. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Jetzt Sepsi. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Jetzt ist er auf und davon. Da kommt der Schuss. Tor, ganz stark gemacht. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Füllkrug. Super Flanke. Flanke geht zum Abwehrspieler. Da war mehr drin. Jetzt Hinteregger. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Und nun ein Schuss. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Dann hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Petrak.
harter Zweikampf, aber alles fair. André Hahn. 5 Minuten Nachspielzeit, das ist eine Menge Holz. Flanke kommt, wird das eine Chance? Stindl, der Ball ist drin. Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Ibrahima Traoré. Und jetzt ein Schuss. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf, der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie. Eine ganz starke Leistung, die sie da heute gezeigt haben. Und noch einer oben drauf und gar nicht schlecht. Und damit noch deutlichere Führung. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Gislason. Klare Angelegenheit heute. Schon früh ging es hier eigentlich nur in eine Richtung. Gutes Resultat heute und damit sind sie eine Runde weiter. Kompliment auch von meiner Stelle. Ich bin gespannt, wo sie am Ende landen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Und Raphael.